In Brasilien liegen die politischen Nerven offenbar blank. Ein Politiker griff Bundespolizisten an, die ihn in seinem Haus festnehmen wollten. Roberto Jefferson, ehemaliger Abgeordneter und Parteigänger von Präsident Bolsonaro, stand bereits unter Hausarrest, weil er Drohungen gegen Richter ausgesprochen hatte. Jefferson schoss mit einem Gewehr auf die Polizei und warf Granaten. Wer auf Polizeibeamten schießt, wird wie ein Krimineller behandelt. Ich solidarisiere mich mit den Polizisten, die bei diesem Vorfall verletzt wurden. Bolsonaro distanziert sich von seinem früheren Weggefährten. Auch der ehemalige Präsident Lula da Silva hat das Verhalten des früheren Abgeordneten verurteilt. Die Beleidigungen, die dieser Bürger, ich ziehe es vor, seinen Namen nicht zu nennen, geäußert hat, sind inakzeptabel für alle, die die Demokratie und die Wahrheit lieben und andere respektieren. Jefferson hatte sich vor 2 Jahren als guten Freund Bolsonaros bezeichnet. Der Präsident bestritt jedoch, persönliche Verbindungen zu dem Ex-Abgeordneten zu unterhalten.